grüße alle, die heute zusehen, zuhören. Mein Name ist Wolfram Kuschke. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Westfälischen Literaturbüros in Unna und Kuratoriumsvorsitzender bei der Auslandsgesellschaft in Dortmund, den Organisationen, die Ausrichter der Veranstaltung Europa in Westfalen, Westfalen in Europa sind. Was ist Westfalen? Wer ist Westfale, Westfälin? Ich habe vor kurzem einen schönen oder mehrere schöne Sätze von Martin Kaisch, die wir vom Geierabend kennen, gelesen, der versucht hat zu erklären, was Resilienz ist, also etwas, was man ganz lange, vielleicht ewig aushalten muss. Und in dem Zusammenhang sagte, das könnte eine Erfindung von Westfalen sein, denn bei denen würde schon allein sitzen bleiben als aktiver Widerstand gelten. Das ist natürlich schon ziemlich hart und kommt der Einschätzung meiner Frau entgegen, die fest daran glaubt, dass es Westfalen gibt, weil sie sagt, du bist ein Westfale. Bei der Phänomenologie von Westfalen heißt es stur, unerbittlich, das soll ich sein. Naja, darüber wollen wir hier heute nicht sprechen, aber es gibt natürlich viele andere Eigenschaften, die positiver sind und die deutlich machen, Westfalen ist eine zutiefst europäische Region. 1648 wurde der Westfälische Frieden geschlossen. Nach einem fünfjährigen europäischen Friedenskongress, was es so vorher nicht gab und eigentlich auch bis heute nicht gegeben hat. Ich glaube, dass wir gut daran tun, Europa, Westfalen, insbesondere Westfalen, nicht museal zu sehen, sondern nach vorne gerichtet. Und wenn ich da in das Leitbild des Westfälischen Heimatbundes schaue und dann sehe, Westfalen oder die Heimat, die westfälische Heimat, soll inklusiv sein, offen sein, Menschen zusammenführen und gestalten, dann wird auch deutlich, dass diese westfälische Landschaft in Europa in den vergangenen zwei Jahrhunderten viel dazu getan hat, Menschen zusammenzuführen, auszugleichen zwischen Konfessionen, zwischen unterschiedlichen Charakteren und dass wir zu Recht davon ausgehen, es gibt Literatur in Westfalen, die europäische Literatur ist. Annette von Droste-Hülshoff ist heute vielleicht auch nur erklärbar vor einem europäischen Umweltzusammenhang. Vielleicht wird es eine solche Dichterin auch nicht mehr geben, aber wenn ich an Nina George denke, dann ist das doch eine westfälische Literatin, die Europa und weltweit bekannt ist. Viel Spaß bei unserer Veranstaltung.